Also ich habe mich sehr gefreut über die Einladung, hier mitzumachen bei der Ausstellung Healing Art, weil ich meine Kunst und meine Bilder, die entstehen, für mich als sehr heilsam empfinde, also für mich selbst. Ich gehe meistens sehr tief in den Prozess beim Malen. Ich räuchere, ich meditiere, ich nehme die Leinwand, ich starre sie an stundenlang manchmal, dann male ich die erste Schicht, dann lasse ich alle meine Gefühle rein, dann wische ich, dann mache ich mit den Fingern und mit den Schwämmen, dann drehe ich das Bild um und irgendwann sehe ich was. Und dann steht das Bild meistens 2-3 Tage noch herum. Dann schaue ich es mir an und dann bitte ich um Führung. Dann meditiere ich ein bisschen wieder. Und oft passiert es, dass ich dann zum Beispiel eine Gestalt sehe da drin oder so ein Umriss von einer Gestalt. So ist dieses Bild zum Beispiel auch entstanden, wie die letzten 2 Bilder davor auch. Ja, und dieses Bild ist für mich so quasi jetzt nicht der Abschluss, sondern die Essenz von den letzten 2 Jahren, als ich angefangen habe, mich ein bisschen tiefer mit der Weiblichkeit zu beschäftigen, mit meiner eigenen Weiblichkeit. Was ist überhaupt Weiblichkeit? Ich habe mit Frauen gesprochen, ich habe Frauenkreise dann auch angeleitet, ich habe mir vieles angehört, bin in mich gegangen und habe festgestellt, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, was Weiblichkeit ist, weil alles so überdeckt und überschattet wurde von dem, was man so gehört hat oder was man gelernt hat, was man im Fernsehen gesehen hat über Filme, Überzeugungen und verschiedenste Fremdbilder, ja, und Fremdüberzeugungen eigentlich. Und irgendwann habe ich mein erstes Bild in Richtung Weiblichkeit gemalt, das war die Gebärmutterhüterin. Das hier ist die Yoni-Hüterin. Dazwischen kamen die Hüterinnen des Lebens, das war auch sehr weiblich geprägt. Und da ging es um, dass das Leben behütet wird. Ja? Und dieses Bild nochmal, dieses Bild bedeutet für mich, es hat für mich eine eigene Kraft. Es hat für mich, wenn ich so hineinspüre wieder, zeigt es die Heiligkeit der Weiblichkeit. Und primär, was mir dann auch vorher, wie ich so darüber nachgedacht habe, was könnte ich denn alles hier erzählen, ja, kam mir, dass das Weibliche an sich empfangend ist. Also das Weibliche ruht in sich selbst, es ist die Erde, es ist die Tiefe, es ist das Dunkle, es ist die Stille. Und es ist Sinnlichkeit, es ist Hingabe, es ist Behüten, es ist Gebären und Empfangen. Und was ich jetzt immer mehr auch lerne, ist, dass Menschen, vor allem auch Frauen, sagen wir mal nicht nur Frauen, alle Menschen, Männer und Frauen, wir tun uns so schwer, in die Hingabe zu gehen und in den Empfang. Ja, wir laufen immer irgendwo hin, wir haben irgendwelche Pläne, irgendwelche Ziele, wir möchten irgendwas erreichen, wir möchten, keine Ahnung, wir haben so viel, was wir wollen, ja, auf dieser Welt. Und was wir dabei vergessen, ist, uns zurückzulehnen und das, was wir vielleicht initiiert haben, wenn jetzt eine Vision entstanden ist im Kopf oder durch einen Traum, durch eine Meditation, auch mal in die Hingabe zu gehen und in den Empfang, weil erst dann können die Dinge ins Fließen kommen und empfangen werden. Und ich glaube, dass wir uns alle sehr viel im Weg stehen, weil wir nach vorne preschen, weil wir tun und uns nicht zurücklehnen um das, was wir da initiieren, weil wir ja Schöpfer sind. Ja? Das ist auch eigentlich ein Schöpfungsbild, das dann auch wirklich zu empfangen.